Hallo ihr lieben Menschen da draußen, wir begrüßen euch zu einem weiteren Music Made in Bochum Interview. Meine nächste Gesprächspartnerin ist eine sehr talentierte Sängerin. Musik war und ist ihre erste große Liebe und am wichtigsten ist es ihr, Emotionen und Gefühle zu wecken bei ihren Zuhörerinnen. Herzlich willkommen, Christina Kalfaus. Dankeschön für die Einladung. Christina, schön, dass du da bist und dir die Zeit nimmst für ein gemeinsames Gespräch. Du bist eine ausgebildete und professionelle Sängerin und deine Stimme ist dein Instrument. Wie und wo hast du denn gelernt, so gefühlvoll und schön zu singen? Also erstmal Dankeschön fürs Kompliment. Ich habe nach meinem Abi angefangen, Gesangsunterricht zu nehmen. Ich wollte Musik immer schon machen und habe mir dann gedacht, okay, ich suche mir jetzt einen Gesangslehrer und habe halt erstmal so ein bisschen gesucht. Das ist gar nicht so einfach, die richtige Person zu finden, weil man, ich finde, Stimme ist halt so ein Instrument, du gibst nicht nur deine Stimme preis, sondern auch ein Stück deiner Persönlichkeit. Und habe dann ein bisschen was ausprobiert und bin irgendwann bei einem Workshop an der Music Academy gelandet, in Wuppertal, mit Annika Krohn. Also mittlerweile heißt sie anders, aber sie ist ausgebildete Musical-Darstellerin. Und es hat mir einfach total viel Spaß gemacht. Sehr gezeigt, also sehr gefallen, wie sie halt unterrichtet hat. Und dann habe ich angefangen, bei ihr Unterricht zu nehmen an der Music Academy in Wuppertal. War dann da ungefähr, ich glaube, 2 Jahre. Dann gab es so einen Lehrerwechsel und dann habe ich auch irgendwann gewechselt, weil es nicht mehr so richtig gepasst hat. Und bin dann irgendwann, ich glaube vor 4 Jahren, bei Jeannie Meyer gelandet. Das ist die Stimme von Luxuslärm. Und mit ihr fühle ich mich total wohl. Von ihr kann ich ganz viel lernen und zwischendurch auch von Pamela Falken. Ansonsten nehme ich aber gerne alles mit, was ich kriegen kann und mag das, mich weiterzuentwickeln und zu lernen. Und Pamela hat ja, glaube ich, auch sogar eine Akademie in Düsseldorf eröffnet. Genau. Hattest du dann private Stunden bei Pamela oder warst du da in dieser Akademie aktiv? Ich war einmal bei einem Workshop mit anderen Teilnehmern noch und ansonsten war ich einige Male bei ihr dann in der Academy face-to-face, also einzeln. Ja. Ja, Pamela genießt ja großen Respekt. Also schön, dass du mit ihr zusammengearbeitet hast. Sie genießt ja großen Respekt in Bochum. Und ich glaube, wir alle lieben Pamela Falken. Ja. Es ist schön, dass du mit ihr zusammenarbeitest. Großartige Sängerin. Und auf welchen Veranstaltungen bist du in den letzten 2 Jahren aufgetreten? Und was waren in diesem Zusammenhang so deine persönlichen Highlights? Also meistens mache ich Hochzeiten. Jede Hochzeit ist immer individuell. Es ist immer richtig schön und gefühlvoll. Ich bin jetzt mal so frech und weite deine Frage auf 3 Jahre aus. Ja, denn vor 3 Jahren durfte ich auf einer Session Possible von Wolf Kodera auftreten als Talent des Monats. Und das war schon richtig cool. Also so mit ganzer Band und in einer richtig coolen Location. Das war in Solingen. Große Bühne, viele Menschen. Wie gesagt, ganze Band, hat richtig viel Spaß gemacht. Mhm. Und ich glaube, das war so mein Highlight. Mhm. Das Highlight und ansonsten sind es Hochzeiten, Geburtstage oder festliche Anlässe, private Veranstaltungen mit einem wichtigen emotionalen Wert. Genau, also meistens Hochzeiten, Trauungen und auch Sektempfänge, dann auch Taufen, Geburtstage, alles was so ansteht. Das hört sich sehr gut an. Ja. Du singst auf Englisch und auf Deutsch. Gib uns doch bitte mal einen kleinen Einblick in dein Repertoire. Welche Songs singst du am liebsten, zu welchen Gelegenheiten oder Anlässen? Genau, also ich singe auf Englisch und auf Deutsch. Bei Hochzeiten natürlich ist es halt meistens irgendwas Ruhiges. Also entweder sind es Balladen oder es sind Akustikversionen, also tatsächlich meistens so Piano-Balladen, Piano-Akustik. Es ist immer sehr ruhig. Ja, schreiben tue ich auf Deutsch und am allerliebsten singe ich auch auf Deutsch, aber ich singe auch gerne auf Englisch. Mhm. Genau, also es sind tatsächlich meistens auch die typischen Hochzeitssongs, die ich dann singe. You Are The Reason ist zum Beispiel, ich glaube, den Song singe ich am meisten. Mhm. Aber man kann ja natürlich selbst, wenn du jetzt ein Repertoire hast, ich denke mir, du kennst dann so 40, 50 Songs vielleicht auswendig, hast sie schon öfter gesungen, aber wenn man jetzt ein Happening hat und so bestimmten Musikwunsch hast, dann bist du doch auch in der Lage, sag ich mal, ein neues Lied einzustudieren und dich da
explizit darauf vorzubereiten. Klar, auf jeden Fall. Also ich mag das immer. Natürlich ist es cool und entspannt, wenn es Songs sind, die ich schon gesungen habe, die ich kann, die einfach drin sind. Aber ich mag es auch total gerne, wenn Hochzeitspaare irgendwie sich Songs aussuchen, die nicht so geläufig sind und die dann halt neu zu lernen. Oder natürlich auch nicht nur für Hochzeiten, auch für andere Anlässe. Mhm. Bis heute hast du auch 2 eigene Songs veröffentlicht. Ja. Auf den gängigen Streaming- und Download-Portalen. Wenn du willst und näher kommen, sind 2 sehr gefühlvolle Balladen. Erzähl uns doch bitte ein wenig über die Entstehung deiner eigenen Lieder, von der ersten Textidee bis hin zur Produktion im Studio. Also diesen Wunsch, Songs selber zu schreiben, habe ich noch gar nicht so lange. Ich glaube, das fing irgendwie erst vor so 1,5 Jahren an, dass ich mir dachte, ich würde jetzt irgendwie doch ganz gerne selber schreiben, hatte aber nicht so eine Idee, wie ich anfangen kann. Und dann hat eine Bekannte von mir bei Instagram, also ich kenne sie aus dem Studio von vor ein paar Jahren, sie ist auch eine großartige Sängerin und Songwriterin und hat dann gepostet, ich biete jetzt auch Coachings an für Songwriting, und dann habe ich mich von ihr ein bisschen coachen lassen. Sie hat mir so ein paar Tipps gegeben, mich so ein bisschen daran geführt, wie kann man es machen, welche Möglichkeiten gibt es. Und dann habe ich mich einfach so ein bisschen ausprobiert und bin dann irgendwie nach ein paar Wochen, oder ich glaube, es waren fast Monate, zu ihr mit meinem Song Wenn du willst und habe gesagt, guck mal, ich habe da was gemacht, sag doch mal was dazu. Ich nehme sehr gerne Feedback an und frage danach, und ja, sie fand es dann cool und dann haben wir den Song auch zusammen produziert. Bei ihr im Studio? Genau, in Düsseldorf. Okay. Und den Song Näher kommen? Den habe ich dann ja eigenständig gemacht und bin dann, nachdem der Song so für mich fertig war, habe ich mir Feedback von Jeannie geholt, bei der ich ja auch Gesangsunterricht habe. Sie schreibt auch großartige Songs und ich liebe ihren Stil, und deswegen finde ich es total toll, wenn ich mir von ihr Feedback holen darf. Und ja, sie hat dann auch nochmal richtig viele Ideen reingebracht. Sie war richtig dabei und hat mir nochmal ganz viele Tipps gegeben. Wir haben auch noch ein paar Sachen dann zusammen umgeändert und genau. Und das hast du dann beim Klangwerker aufgenommen? Genau. Kannst du uns vielleicht mal, Klangwerker ist ja einfach so, hört sich ja total cool an. Ja. Ist, glaube ich, auch ein Studio oder ein cooler Mensch in Bochum. Ich habe da jetzt gar nicht so viel Hintergrundinformationen. Kannst du uns mal ein bisschen was über die Zusammenarbeit mit dem Klangwerker erzählen? Ja, klar. Also hinter dem Klangwerker Tonstudio in Bochum-Linden steckt Thomas Müskens. Sehr sympathisch. Ich arbeite sehr gerne mit ihm zusammen. Ich glaube, ich kenne ihn jetzt, ich weiß gar nicht genau, seit ein paar Jahren. Da war ich das erste Mal bei ihm und wir haben ein Cover aufgenommen. Und seitdem stehen wir halt in Kontakt. Und genau, deswegen wollte ich total gerne den Song bei ihm aufnehmen. Und fühle mich da immer sehr wohl im Tonstudio. Also es ist immer sehr entspannt, sehr ruhig, und das mag ich halt total gerne. Christina, mich würde interessieren, wie du deine persönliche Entwicklung beurteilst. Was macht das mit dir, wenn du Texte schreibst und an neuen Songs arbeitest? Was möchtest du durch diesen kreativen Prozess bewirken? Also ich bin sehr emotional und ich verarbeite mit meinen Songs immer sehr viel. Darum geht es mir hauptsächlich. Und wie war der Anfang der Frage nochmal? Dass du auch nochmal deine persönliche Entwicklung beurteilst. Ja, genau. Also ich bin noch nicht da angekommen, wo ich hin möchte. Aber ich glaube, wenn ich jetzt zurückblicke auf meine erste Gesangsstunde damals, wo ich dann vor Annika saß und sie sagte, dann zeig mir mal, wo du stehst, sing mal was. Und ich dann gesagt habe, wir singen alleine. Und jetzt habe ich halt 2 eigene Songs und ja, bin hauptberuflich Musikerin. Ich glaube, da bin ich schon ganz zufrieden mit. Und der kreative Prozess, also das hast du ja gesagt, die Emotionen zu vermitteln oder auch tiefgründigere Texte zu schreiben, das ist dein Wunsch, ne? Ja. Absolut. Also ich bin halt selber ein sehr tiefgründiger Mensch und ich fühle sehr viel und stecke dann alles, meine ganzen Gefühle und Emotionen in meine Songs rein. Ja, ich bin auch ein sehr sensibler Mensch. Ich bin, man kann schon fast sagen, hypersensibel. Ja. Und deswegen müssen wir euch auch nochmal kurz mitnehmen, wo wir uns überhaupt befinden. Wir sind nämlich gerade hier im Neuland an der Rottstraße in Bochum und hier rings um uns herum pulsiert das Leben. Also bitte nehmt es uns nicht übel, wenn ihr zwischendurch mal eine Alarmanlage hört, jemand klingelt oder am Fenster klopft. Das Leben pulsiert im Neuland. Ne? Das ist so ein Bar, Bistro, Galerie und Stadtzimmer.
Und wir sind hier im Space, irgendwie ist ein total schönes Gespräch, aber ich bin auch so sensibel, dass manche kleine Geräusche, die ich so noch nicht kenne, die verunsichern mich dann auch ein bisschen und setzen mich unter Druck. Ja. Aber ich finde das total schön, mit dir zu reden, und die angenehme Art hilft mir dann einfach auch im Gespräch. Und wenn ihr mal Zeit habt, dann schaut im Neuland in Bochum vorbei und bildet euch selbst eine Meinung, was das für ein schöner, kreativer Ort ist. Und neben dem Singen ist das Tanzen deine große Leidenschaft. Tanzen und Singen sind ja also in meiner Wahrnehmung ein Ausdruck von Lebensfreude. Wie und wo lebst du diese Leidenschaft aus? Ich verbringe sehr viel Zeit im Tanzdorf Bochum. Ich habe im Januar 2022 angefangen zu tanzen. Angefangen mit einmal die Woche Lyrical Jazz. Mittlerweile tanze ich Jazz Dance, Modern Dance, Ballett und Burlesque Show Dance mehrmals die Woche. Und ich liebe es einfach total da. Und du hast doch, glaube ich, bei dem neuen Video näher kommen? Also genau. Da tanzt du ja auch im Video, und die Choreografie hast du selbst sozusagen entwickelt. Die habe ich selber gemacht, genau. War ganz neu für mich, habe ich vorher noch nie gemacht, aber ich hatte einfach Lust drauf und habe mich einfach ausprobiert. Ja, das ist wunderschön. Du hast uns auch im Vorfeld gesagt, dass einige Musikfilme dich sehr inspiriert haben. Was sind denn da so deine persönlichen Klassiker? Meine persönlichen Klassiker sind A Star is Born mit Lady Gaga und The Greatest Showman. Ich mag einfach total, dass es in den Filmen darum geht, dass man selber ist und keine Rolle spielt, dass man einfach authentisch ist und auch zu sich und seinen vermeintlichen Fehlern oder was auch immer steht, einfach zu seiner Individualität. Und dass man an sich selber glauben soll und für seine Träume kämpfen soll. Und ich mag auch bei The Greatest Showman die Choreografien und die Songs in beiden Filmen sehr, sehr gerne. Ja. Aber wenn ich so kurz darüber nachdenke und deine Begeisterung für das Singen und Tanzen so nachempfinde, komme ich doch unweigerlich auf die Idee, dass du eigentlich unbedingt in einem Musical mitspielen musst oder in einem Musiktheater. Wäre das was für dich, und welche Musicals hast du bis jetzt gesehen in deinem Leben? Welche haben dich so besonders begeistert? Ja, auf jeden Fall. Also du hast genau ins Schwarze getroffen. Ich liebe Musicals und ich würde tatsächlich sehr, sehr gerne mal was im Musical-Bereich machen. Mal gucken, ich arbeite dran, mal gucken, was da kommt. Aber Musicals an sich liebe ich total. Also ich habe auch schon sehr viele Musicals gesehen. Natürlich Starlight Express, das schon mehrmals. Die Eiskönigin in Hamburg, Kinky Boots, auch in Hamburg. Tanz der Vampire, Mamma Mia, also wirklich schon sehr viel. Und jedes Musical ist total cool. Ich glaube, ich kann mich richtig schwer entscheiden, wenn ich mich für eins entscheiden müsste. Aber ich glaube, am allertollsten fand ich Die Eiskönigin, weil das einfach sehr, sehr emotional ist. Und Sabrina Weckerlin die Hauptrolle spielt. Und das geht, glaube ich, gar nicht besser. Ja. Und warst du denn auch schon mal so mutig, dass du bei einer Produktion vorgetanzt hast oder dich da irgendwie vorgestellt hast? So, nee. Die machen ja, also normalerweise stelle ich mir vor, wenn ein neues Musical oder die Besetzung wird ja auch regelmäßig geändert, dass es dann so eine Art Casting gibt, wo man vortanzen kann und vorsingen darf. Und da würdest du das gerne mal mitmachen? Ja, schon. Ja. Also ich tanze ja noch gar nicht so lange. Und ich habe auch keine Musical-Ausbildung. Ich glaube, deswegen ist das sehr schwierig. Aber ich meine, man muss ja nicht direkt das Ziel haben, die nächste Sabrina Weckerlin in der Hauptrolle zu werden. Man kann ja auch erstmal kleiner anfangen. Mal gucken, also Lust habe ich definitiv. Und es gibt ja auch tolle, spannende Musik-Theaterprojekte. Ja. Auch in der Region. Es muss ja jetzt auch nicht immer auf dem Broadway sein. Genau. Sondern, also man kann ja wirklich, wie du gesagt hast, klein anfangen, vielleicht in einem lokalen Theater. Also wir haben ja hier an der Rottstraße, haben wir auch das Rottstraßentheater, da finden ja auch tolle Veranstaltungen statt. Und wenn es da mal Richtung Musiktheater geht, dann versuchen wir, ne? Vielleicht sprechen wir drüber, wenn ich mal was mitbekomme oder so, dann sage ich dir Bescheid. Ich würde mich da auf jeden Fall sehr freuen. Gerne, ich mich auch. Du hast ja eine eigene Homepage, und auf deinem YouTube-Kanal finden wir einige interessante Musikvideos von dir. Wie wichtig ist dir die Präsenz in den sozialen Medien? Welche Kanäle nutzt du und welche Zielgruppe versuchst du zu erreichen? Also ich glaube, soziale Medien sind heutzutage schon echt wichtig. Das ist einfach auch ein Wahnsinnsprivileg, darauf zurückgreifen zu können. Früher gab es das einfach nicht. Es macht es natürlich einfacher, mehr Reichweite zu bekommen und so. Ich nutze hauptsächlich und am liebsten Instagram, auch YouTube.
TikTok ist für jeden Musiker, glaube ich, auch sehr wichtig. Ich habe TikTok, ich muss allerdings zugeben, meine Oma versteht Instagram besser als ich TikTok. Ja. Ich muss mich noch ein bisschen reinfuchsen. Ja. Genau, und welche Reichweite, welche Zielgruppe hast du gefragt, genau. Also wenn ich meiner Spotify-Statistik trauen kann, ist meine Zielgruppe wirklich sehr breit gefächert. Ist mir eigentlich egal, also mir kommt es gar nicht darauf an, irgendeine bestimmte Zielgruppe zu erreichen. Mir ist es total wichtig, dass die Leute meine Songs mögen und die schön finden und dass meine Community einfach sehr respektvoll ist. Das ist mir wichtig. Und ist natürlich auch schön, wenn man dann über die sozialen Medienkanäle kurze Videos oder kurze Eindrücke bekommt, wie schön du singen kannst. Und wenn man dann weiß, okay, wenn man auf deine Homepage geht und sieht, du singst auf Geburtstagen, du singst auf Hochzeiten, auf Taufen, da ist natürlich toll, wenn man dann vorher auf den sozialen Medienkanälen sich einen kurzen Eindruck machen kann. Mhm. Und dann erreicht man dich auch über Instagram oder man schreibt dir eben eine Mail über deine Homepage oder genau. Du hast da, glaube ich, ein Kontaktformular auch. Ja. Und so nutzt man das dann. Genau, also was ich so beobachtet habe, waren auch, was ich interessant fand, bei YouTube hast du eben auch so kurze Short-Videos so, ne? aus dem Studio einfach. Das sieht so aus, als ob du direkt aus dem Studio mal kurz zeigst, nur eine Minute lang, was du so drauf hast. Das finde ich auf jeden Fall sehr interessant. Und was ist für dich eigentlich das Besondere an der Stadt Bochum? Wie siehst du die lokale Kultur- und Musikszene und welche Orte sind für dich besonders oder inspirieren dich? Also ich bin in Bochum aufgewachsen, ich lebe immer schon in Bochum und deswegen ist Bochum einfach für mich total besonders. Ich liebe Bochum einfach und ich finde, Bochum hat halt irgendwie so alles. Also es gibt sowohl schöne ruhige Ecken wie zum Beispiel den Chemnader See oder den Stadtpark, wo man sich zurückziehen kann. Dann, wenn man Action möchte, gibt es das Bermuda-Dreieck. Es gibt total viel. Und natürlich Starlight Express oder Musikfestivals wie den Bochumer Musiksommer oder Bochum Total. Also wirklich sehr, sehr cool. Und mein Lieblingsort in Bochum, ich glaube, ich könnte mich gar nicht auf einen festlegen. Mhm. Das ist schon sehr schwierig. Ja. Und hast du mal in unsere Playlisten, in unsere Music Made in Bochum Playlisten reingehört und hast auch vielleicht da Künstlerinnen oder Songs entdeckt, die du vorher so noch nicht auf dem Schirm hattest? Ja, natürlich habe ich da reingehört. Ja, schon. Also ich habe zum Beispiel auch mit dem Timothy Sparks Kontakt. Den habe ich da auch in den Playlisten gefunden. Und ansonsten kenne ich über Ecken eine Band, die ihr mal vorgestellt habt. Mhm. Und habe auch neue Künstler gefunden in den Playlists, die ich noch nicht kannte, die ich aber echt cool finde und denen ich jetzt auch folge. Der Timothy hat ja auch einen wirklich grandiosen Remix gemacht für deinen neuen Song Näher kommen. Mhm. Also so ein Dance-House-Remix hat er wirklich sehr gut produziert. Und da hat man auch gesehen, dass unsere Netzwerkarbeit funktioniert. Ich weiß jetzt gar nicht, wie es genau war. Ich glaube, er hat mal einen Aufruf gestartet, dass er Interesse hat, dass er Sängerinnen und Sänger sucht. Und wir haben das mal irgendwie geteilt und ihr seid darüber in Kontakt gekommen. Und dann ist dieser tolle Remix entstanden. Ja. Das hat mich dann natürlich auch besonders gefreut. Er hat mir tatsächlich bei WhatsApp auch schon mal eine Version so geschickt. Guck mal hier, was ich gemacht habe. Und ich so, wow. Und wir haben das dann auch in unserem Release-Radar. Wir haben ja auch ein neues Format, dass wir einmal in der Woche darauf aufmerksam machen, welche MusikerInnen aus Bochum auf den gängigen Streaming- und Downloadportalen Songs veröffentlicht haben. Ja. Und da haben wir das auch mit in den Release-Radar aufgenommen und das funktioniert einfach sehr gut. Ja, und die 2 Jahre Netzwerkarbeit, die waren sehr intensiv und ich finde schon, dass man die Möglichkeit hat, wenn man sich wirklich dafür interessiert, man hat bei jedem Sharepick auf unseren sozialen Medienkanälen weitere Kontaktdaten und wenn man sich dann für Gaps the Mind zum Beispiel, das ist die Band, die du gerade auch angesprochen hast, wenn man sich für Gaps the Mind interessiert, kann man einfach auf deren Instagram gehen oder deren sozialen Medienkanäle abchecken und gucken, wo spielen die das nächste Mal live und dann sind wir dabei. Das ist sehr, sehr cool. Jetzt weiß ich ja leider, auf eine Hochzeit kann ich ja als nicht eingeladene Person schlecht erscheinen, deswegen könnte ich dich da nicht singen hören, aber ich hoffe schon, ich weiß auch nicht, wie du planst, das wäre auch so die nächste Frage gewesen, was deine Ziele sind für die nahe Zukunft, ne? Ob du auch mit deinem Programm dann auch mal auf die Bühne möchtest, ob du live spielen möchtest und ich würde mich auf jeden Fall total freuen, dich mal singen zu hören, also die Songs auf Spotify und auf den gängigen Streaming- und Download-Portalen gefallen mir sehr gut und auch die Videos auf YouTube. Aber das ist natürlich auch schön, dich mal live zu erleben heute hier im Gespräch.
Und ich hätte auch richtig Bock, dich einfach mal singen zu hören. Oh, danke, das freut mich. Du kannst natürlich schon zu meinen Hochzeiten mitkommen. Meine Brautpaare sind immer super lieb und offen. Ja. Tatsächlich hat mich meine Oma letztens begleitet, weil die wollte unbedingt mal mitkommen. Und dann habe ich sie einfach mal mitgenommen. Ja, vielleicht komme ich darauf zurück, auf das Angebot. Ja. Dann bleiben wir in Kontakt. Und wenn du mal eine Veranstaltung hast, vielleicht auch eine Taufe oder einen Geburtstag oder so, dann komme ich einfach mal mit und höre mir das an. Das Angebot nehme ich auf jeden Fall an. Schön. Und so deine Ziele für die nahe Zukunft, wie geht es weiter oder besser gesagt, wo soll die musikalische Reise noch hingehen? Also meine Songs mal live zu spielen, das wäre wirklich richtig cool, da habe ich total Lust drauf. Das ist echt so ein Ziel von mir. Dann, wie du gerade angesprochen hast, durch Zufall den Musical-Bereich. Ich hatte unglaublich Lust, was in dem Bereich zu machen. Mhm. Und ich bin natürlich auch weiter an neuen Songs dran und möchte damit weitermachen. Ja. Einfach neue Songs zu veröffentlichen und zu schreiben. Willst du weiter bei gefühlvollen Balladen bleiben oder kann das auch ruhig mal ein bisschen rockiger und poppiger sein? Lassen wir uns überraschen. Genau. Wir freuen uns auf jeden Fall auf neue Musik von dir und ich möchte mich herzlich bedanken für das angenehme Gespräch heute hier im Neuland. Wenn euch das Video gefällt und wenn ihr Interesse habt an Musik von Christina K., dann checkt auf jeden Fall die Homepage. Wir haben die auch mehrere Male hier im Video eingeblendet. Guckt euch die Social-Media-Kanäle an von der Christina, versucht sie zu erreichen, sie ist da ganz kommunikativ. Wenn ihr ein tolles Event habt, ladet sie ein, bildet euch erst eine Meinung, ob sie schön singen kann, ich denke, das geht. Und dann freuen wir uns auf tolle emotionale Momente. Wenn ihr ansonsten Interesse habt an Musik aus Bochum, dann wisst ihr, geht auf unsere Homepage, auf unsere Domain mibo.ruhe, checkt die Playlisten auf Spotify, YouTube oder Amazon Music und verfolgt unsere Arbeit auf den sozialen Medienkanälen und ihr seid auf dem Laufenden, was in und um Bochum herum passiert. Ich freue mich, dass du da warst. Vielen Dank. Ich hoffe, ihr bleibt online. Kommentiert das Video, wenn ihr Interesse habt und noch Fragen habt an Christina. Wir schauen uns die Kommentare an und reagieren da auch noch redaktionell. Lasst uns einen Daumen hoch da und ich wünsche euch alles Gute. Lasst euch gut gehen, bleibt gesund, stabil und wir sehen uns bald. Ciao. Tschüss.